spielen können. Und das bis dahin beste Ergebnis eines portugiesischen Pferdes. Im Hintergrund rechts im Einblick sehen Sie Jan Behrens, bei dem er trainiert. Das will sie. Ja, dann schreit sie gerade zu seiner Nachfolge. Ha, fehlt ihr noch so ein bisschen die letzte Balance, ein bisschen die Sicherheit. Ich meine, viel aktiver abflüssen geht kaum. Jetzt darf sie das Ganze noch mit einer Losgelassenheit präsentieren, weil sie zu uns auch ganz deutlich. Und da sind dann schon hin und mal wieder Taktstörungen. Das kommt aus ihrer inneren Aufgeregtheit. Aber ich glaube, dafür haben wir super Verständnis. Die Stufe ist erst 8. Hier in dieser Kulisse, das ist mit doppelt raus. Vernunftvater des Gedanken, wahrscheinlich kennt sie ja nun doch besser als wir, wahrscheinlich wäre sie immer wieder zu heilig geworden. Ja, da muss man schon sagen, in der Abruf doch relativ, da würde man sich insgesamt in der ganzen Welt etwas mehr durchspielen wünschen. Ja, aber auch hier gut zu schüchtern, gut, was ist das, da ist wirklich ein recht gut zu kurz.
war eine Karneval. Ganz interessantes Pferd, finde ich. Ja, und die Leute hier in der Halle fanden das auch. Die freuen sich, die klatschen und pfeifen. Ich glaube wirklich, das ist wirklich interessant. Ich hoffe, wir sehen sie nächstes Jahr hier wieder in der Olympiahalle. Batuta heißt sie. Viele Highlights, vor allen Dingen in der Traktur, darf sicherlich noch mehr entspannen im Schritt und den Galoppsprung. Wenn man im Lauf der Ausbildung noch runter, noch mehr durchgesprungen kriegt, dann ist das natürlich auch noch eine ganz andere Geschichte. Ja, und er reitet hier raus, er genießt das ganz offensichtlich und winkt zum Schluss seines Rittes und zum Schluss dieser Prüfung. Das waren sie, die eigentlich 8 mit unserem leider Ausfall von 7 Starter im Grand Prix hier in der Qualifikation für den Spezial. Und der Spezial, den sehen Sie dann am Sonntagnachmittag hier in der Münchner Olympiahalle. Oder, falls Sie nicht vor Ort sind, natürlich auch uns hier bei Tiffany-Haus. Also, wir gucken mal schnell auf das Ranking. Es führt Ellen Schulten-Baumer mit ihrem selbst ausgebildeten Russell's Gentle und 71,26. Knapp vor Bertus Schmidt und Hedel und Smith ist mit 71,16. Wir sind gespannt, also, auf das Vorgehen des Mehr auf Platz 3 bisher unsere Chance mit dieser Morgen 70,3. Wir werden jetzt natürlich auf das vorläufige Ergebnis hier von unserem portugiesischen Partner von Gonzalo Carvalho Batuta. Das ist schon sehr, sehr enorm gewesen. Und jetzt auch hier noch mal schön gesehen. Zwischendurch immer wieder sehr schön Seitenbild. Ab und zu, wenn sie so aufgeregt wurde, da wollte sie eben vielleicht schon noch mal so ein bisschen das war so ein bisschen sehr hart. Da hat er sich, glaube ich, noch nicht richtig getroffen. So, und da haben wir es. Das ist das vorläufige Ergebnis. Das sind 71,40%. Das würde, wenn es denn so nachgerechnet wird, den Sieg bedeuten für die portugiesischen Schlussreiter. Ganz uneinig die Richter. Sie haben ihn angeordnet zum Platz 1 mit 77%. Das war wiederum Herr Lang aus Österreich. Bis Platz 5, also bei 7 Reitern von Platz 1 bis Platz 5, das ist schon eine ganz ordentliche Spannbreite. Wenn alles sich so verifiziert, hat er hier gewonnen, der letzte Reiter mit dem jüngsten Pferd. Und Platz 2 geht an Ellen Schulten-Baumer. Da sehen wir das Ergebnis, allerdings noch unmöglich, aber schon mal im Ranking den Überblick. Und hier sehen